Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Heute geht es, wie ihr es im Hintergrund schon seht, um die Karpfen. Also sowohl um den Schuppenkarpfen als auch Koi Shiro, als auch hier Koi Kigoi. Und noch um den, Moment, da muss ich selbst noch lesen, weil den hatte ich jetzt hier noch nicht gefangen. Der ist aber auch zu fangen. Koi Benigoi oder Benigoi. Und eben auch um den Koi Shigure. So, und zwar, mir wurde ein Tipp gegeben von Kabi TV. Da gehen auch Grüße an dich raus. Danke dir für den Tipp und den Spot und dass du das Ganze mit uns teilst und dass ich das erwähnen darf. Ich zeige euch gleich, wo wir stehen. Ich zeige euch, mit was wir angeln. Ich habe nämlich extra unterschiedliche Setups, dass wir auch, sag ich mal, eine Variation haben von den Ködern. So, also erstmal den Spot, also hier startet ihr und dann ist es hier bei 311, 341 quasi, wir kommen hier den Weg entlang und vergesst nicht, wenn ihr hierher lauft und ihr könnt euch noch nicht porten oder habt hier kein Zelt stehen, so wie ich, dann kauft euch genug Essen, dass euch die Ausdauer nicht ausgeht, sonst dauert das echt lang und es dauert und es ist nervig, dann hier anzukommen. Auf jeden Fall, ihr kommt dann hier an, ihr habt hier zwei Bootsstege und dann lauft ihr hierher und setzt halt eben den Routenhalter und halt auch dementsprechend die Angelrouten dann. Wir machen hier direkt nur einen Plumpswurf. Also ich zeige euch das mal eben. Nehmen wir das Ganze hier mal raus. Man kann das mit oder ohne Futter machen. Ich habe jetzt einfach mal mit, weil ich das nicht eine wirklich hohe Bissfrequenz hatte und halt gedacht habe, ich könnte das mit Futter ein bisschen beheben. Davon merke ich leider nicht so viel. Wir können aber auch theoretisch hier rüber auswerfen. Das ist uns freigestellt. Wobei, wenn wir halt direkt vor uns werfen, haben wir die halt direkt dran. So, jetzt gucken wir uns erstmal Setup an. Wie gesagt, ich habe drei unterschiedliche. Ich empfehle euch, Routen zu nehmen, die 30 Kilo oder mehr abkönnen. Ich habe bewusst hier die starken genommen. Ich könnte jetzt theoretisch mir jetzt eine 30 Kilo Karpfenrute holen, aber ich habe halt gedacht, falls da wirklich was Großes dran ist, ist man hiermit, denke ich, am besten dran. So, das erste Setup, was wir haben, das wird auch dementsprechend wieder in der Videobeschreibung stehen, was für ein Setup ihr am besten nutzt, was für Köder, was für Futter oder mit oder ohne Futter. Ja, also wir hätten hier einmal den Zweierhaken, wichtig aus dem Grund wegen hier, wegen der Belastung. Dann eben habe ich einmal Korn C, das ist ja das neue, nicht das normale Mais, davon hätte ich ja noch genug, aber dann habe ich ja gedacht, da nimmt man halt das neue. Das ist halt eben die von euch, die jetzt vielleicht erst neu eingestiegen sind, auch die Möglichkeit haben, damit was zu fangen. Und dann eben das Futter. Das Futter gehen wir gleich durch. Wir gucken gerade mal, was hier gebissen hat. Auf ganz hundsgemeine Kartoffeln, das Setup wäre jetzt das nächste gewesen. Immer mit dem gleichen Setup. Uiuiuiui. Jetzt fängt es ja aber los. Also man hat hier echt, sage ich mal, entweder hat man wirklich eine hohe Bissfrequenz. Da ist doch endlich der. Ah ja, mit Kartoffel. Liegstaminse Boili. So, Koi Benigoi. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. So, und dann haben wir ja hier unser Setup mit Ma. Hier. Ich vermute, dass wir wahrscheinlich einen Schuppenkarpfen dran haben. Weil die gehen wie verrückt auf den Mais normalerweise. Oder sogar ein Koi Benigoi oder eben dieser Koi Shigure. Man weiß es nicht. So, das zweite Setup gucken wir uns mal an, wenn wir den hier drin haben. So. Jetzt aber, mein Freund zeigt dich ja doch einen Schuppenkarpfen. Wahrscheinlich wieder so ein 10 Kilo Brocken. Wie schon des Öfteren. Ja, 10 Kilo. Oh, ja. Wissen wir doch. So. Jetzt haben wir direkt einen Biss. Oder? Normalerweise. Wehe. So. Das zweite Setup. Gleiche Route, Rolle und so weiter, natürlich auf die Route abgestimmt. Dann halt eben hier wieder den Haken, eben wegen der Belastung.
Da sind noch die Karpfenhaken nicht so gut, das sind die besser. Allerdings kosten drei Haken davon, ich glaube, 130 oder 150 Silber, also aufpassen. Dann eben hier Kartoffel und das Futter. Das Futter gucken wir uns gleich gemeinsam noch an. Dann hätten wir hier noch ein Setup, wo ich halt einfach mal einen Dreierhaken genommen habe. Da dann wieder um der Karpfenhaken, das geht ja dann. Dass wir vielleicht doch mal was Größeres rausholen, wie jetzt nur 10 Kilo. Und dann halt eben hier noch Minzebeuli und Karpfenfutter. Und das Futter gucken wir uns direkt mal an. Das Futter, Karpfenrot-Test. Oh, okay. Ja, das muss ja jetzt sein, da. Oh, das ist nicht mal die Route. Oh, verdammt. Ja, ist ja gut. Uiuiui. Jo. Oh, nee. Ist das jetzt ein Amur? Ja, natürlich ist es ein Amur. Das ist so der einzige Beifang, den ich überhaupt nicht mag. Amur. Die kämpfen wie Hund. Nee, ist es doch. Natürlich ist es einer. Komm mal ran da, du kleiner Lappen. Sag ich hier gezogen wie ein Be Marmorkarpfen. Okay, nichts gesagt. Oh, nicht schlecht. Marmorkarpfen können wir hier auch abdecken. Ich habe ja gesagt, allgemein Karpfen. Jetzt gucken wir uns aber gleich das Futter an. Ja, muss jetzt aber nicht anfangen, hier rumzuspacken. Ist ja schon fast draußen. Ja, und wieder ein Schuppenkarpfen. Wie gesagt, das variiert hier. Aber wie ihr seht, können wir hier gut fangen. 13 Kilo, passt. So, jetzt aber jetzt gucken wir uns das Futter an. Nochmal, also hier Karpfenrot-Test. Hatte ich ja mal erstellt, schon vor Ewigkeiten. Wir nehmen das normale Karpfenfutter. Alpenhonig ist hier wichtig. Dann eben rote Boilies und Mais. Das ist. Oh nee. Das ist jetzt aber nicht schon wieder so einer. Eieiei. Okay, also mit Kartoffeln. Okay, ich korrigiere meine Aussage. Wenn ihr hier angelt und ihr auf Karpfen geht und auch hier Marmorkarpfen anbeißen und ihr mit einem Kartoffelköder angelt, dann nehmt bitte eine Rute, die 40 Kilo oder mehr ab kann, eben wegen der Bremse. Oh Gott, ey. Ihr brauchst gar nicht meinen hier abzuhauen. Du bleibst hier. Kleiner Freund. Wahrscheinlich wieder so ein 19 Kilo Ding sein. Wäre das jetzt eine Trophäe, wäre die wahrscheinlich schon über alle Berge. Wahrscheinlich jetzt in Blau. Oh, 20 Kilo. Okay, gar nicht. So, jetzt gucken wir mal. Wie groß ist denn hier der Marmorkarpfen? Der ist 27. Uiuiui. Da hat einer auch mitgekämpft. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, was wir bisher alles gefangen haben, was die Kois angeht. Also, ich habe ja auch davor schon geangelt. Einmal den hier mit den Kartoffeln. Dann haben wir den hier einmal mit einem Wurm. Da hatte ich nur was getestet gehabt. Den mit einem Minzebeuli. Keuschiro dreimal. Einmal mit Erbsenteig. Das war auch zum Probieren. Und Krebsschwanz. Ich wollte eigentlich ein paar Aale fangen, aber naja. Da hat halt der auch angebissen. Dann Zitronenbeuli. Marmorkarpfen eben mit Kartoffeln, deswegen aufpassen. Schlammkarpfen mit Blutwurm, gut, das ist Nebensache. Und hier Schuppenkarpfen hier, die sind bestens vertreten, die fressen wirklich jeden Mist, deswegen, die kann man, glaube ich, könnte man theoretisch sogar mit Muscheln fangen. Also aufpassen, Augen auf bei der Köderwahl. So, meine Freunde. Allerdings war's das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Hier gehen nochmal Grüße raus an KapiTV. Danke an dich nochmal, dass du mit uns den Spot geteilt hast und auch eben dein Setup gezeigt hast, weil er angelt hier hauptsächlich mit Minzebeuli. Wenn man hier jetzt die Rekorde nachguckt, sieht man natürlich auch, dass hier recht oft ein Minzebeuli vertreten ist, aber eben auch andere, wie zum Beispiel Mais oder Zitrone. Kann man auch probieren, aber mit Minze hat man halt eben eine höhere Bissfrequenz, habe ich das Gefühl. So, meine Freunde, das war's dann aber von mir mit meinem kleinen geilen Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage danke und bis zum nächsten Mal. See ya!